Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Phoenix Wright Trials and Tribulations. Episode 1, Wandel der Erinnerung, haben wir abgeschlossen und herausgefunden, wie Phoenix Anwalt wurde. Das wird noch sehr wichtig sein, diese Episode, das Hintergrundwissen, was wir da erlangt haben. Das wird noch wichtig sein. Aber jetzt beginnen wir mit Episode 2, der gestohlene Wandel. Es ist 1 Uhr nachts. Inspektor, wir haben es geschafft. Puh, da bin ich erleichtert. Zum Glück ist das Juwel immer noch in Sicherheit. Ah nee, das Gumshow. Oh, Sie sagen es, Junge. Unsere Sicherheitsvorkehrungen haben ihn voll abgeschreckt. Willst du ihnen was ausmachen, den Tresor zu öffnen, nur um auf Nummer sicher zu gehen? Das nenne ich aber ein Schloss, du. Ah! Wir sind reingelegt worden. Zum Vordereingang. Wachen, schaltet die Sucheinwerfer an. Haha! Viel Glück beim nächsten Mal, meine Herren. Holy fuck. Haha! Tut mir leid, aber ich muss sie jetzt wohl verlassen. Boah, Alter, der kann fliegen. Wir werden uns wiedersehen. Beim nächsten Vollmond. Mask the Mask. Wer ist das? Ein Dieb? Wahrscheinlich. 11. Oktober, 15.24 Uhr. Anwaltskanzlei. Wright und Partner. Hey, Nick, sieh dir das an. Hey, hörst du mir zu? Die Toilette kannst du auch später putzen. Es ist wichtig. Weswegen flippst du denn diesmal so aus? Hihi. Heute ist das letzte Mal, dass du so mit mir sprichst. Hä? Wir stehen kurz davor, ganz groß rauszukommen. Heilige Scheiße, ist die Frauenemanzipation denn jetzt auch hier im Spiel angekommen? Verdammt. Groß rauskommen? Was heißt denn wir? Du meinst doch nicht du und ich? Ha! Sei nicht albern! Ich spreche natürlich von mir und Pearly. Hallo! Schön, Sie wiederzusehen, Herr Nick! Pearls! Du hast dich ja gar nicht verändert! Moment, was machst du überhaupt hier? Und warum hast du dich nicht verändert? Hast du nicht genug Fruchtzwerge gegessen oder was? Zum Wachsen? Mann! Haben Sie noch nicht davon gehört, Herr Nick? Hier, gucken Sie mal! Was soll denn das sein? Irgendein Poster? Das Dorf Kurein, ist das nicht? Stimmt genau, unser Heimatort, der von Pearly und mir. Was hat das mit den Schätzen aus der Provinz auf sich? Hahaha, sehr lustig. Lach ruhig so viel du willst. Aber heute Abend wirst du schon andere Töne anschlagen. Heute Abend? Was ist denn heute Abend? Die Ausstellung Schätze von Kurein beginnt eigentlich erst nächste Woche, aber der Veranstalter hat uns spezielle VIP-Pässe geschickt. Deswegen habe ich mich heute besonders schick gemacht. Was meinst du, Nick? Kaum verändert. Ne. Das sehe ich anders. Dieselbe Maya, nur ein anderer Tag. Genau, Nick. Diese junge Dame hier ist Maya Fey. Als hättet ihr die beiden Let's Plays vorher nicht betrachtet. Wir tun jetzt einfach mal so. Die kleine Schwester von Mia Fey, meiner Freundin und Mentorin. Wow, Phoenix, seit wann war sie deine Freundin? Ich habe sie vor 2 Jahren kennengelernt. Ich habe an einem Fall gearbeitet, der mit Mias Tod zu tun hatte. Und seither... Ich bin diejenige, die hinter den Kulissen steht und dafür sorgt, dass die Kanzlei läuft. Eigentlich ist das nur eine Tarnung für ihre wahre Identität. In Wahrheit ist sie ein Medium und eine etwas zwielichtige Gestalt. Hey, was heißt hier zwielichtig? Und dieses kleine Mädchen ist Pearl Fay, aber für gewöhnlich nenne ich sie Pearls. Sie ist Mayas Cousine und macht auch eine Ausbildung zum Medium.
Ich weiß, ich bin recht jung, aber ich möchte so gut helfen, wie ich nur kann, Herr Nick. Kurain ist die Wiege der mysteriösen Kurainer Geisterbeschwörungstechnik. Und Maya ist die Tochter der Meisterin der Kurainer Geisterbeschwörungsschule. Dass ich das ohne Stottern sagen konnte? Ich weiß, das klingt ziemlich lächerlich, aber das ist kein Witz. Ich habe ihre Kraft mit eigenen Augen gesehen. Da ist schon was dran. Und die, die meine beiden Let's Plays vorher gesehen haben, die wissen auch, dass da was dran ist. Erda, Nick, wie lange willst du dich denn hier mit den Zuschauern auf YouTube unterhalten? Ja, Herr Nick. Das kannst du doch nicht machen. Ich kann's noch erwarten. Auf zur Ausstellung. Los! Sieht so aus, als hätte ich keine andere Wahl. Also packen wir es an. Poster der Schatzausstellung zur Rechtsakte hinzugefügt. Gut, das möchte ich jetzt aber erstmal noch gucken, ne? Poster der Schatzausstellung. Poster von der Ausstellung der Schätze von Kurain. Schatzausstellung, die heilige Urne. Hm, ja, ja, da ist ein Bild von Maya. Da haben wir die Vase I am. Was ja eigentlich Amy heißen sollte. Man mag Atama, ein Geschenk von Maya. Es reagiert auf Menschen, die Geheimnisse im Herzen haben. Das werden wir auch ganz viele in diesem Spiel wieder einsetzen. Und meine Anwaltsmarke. Meine überaus wichtige Marke. Sie besagt, dass ich Strafverteidiger bin. 11. Oktober, 19.18 Uhr. Lord Lee Taylor, Hauptausstellungshalle. Lord Lee Taylor, das angesagteste und teuerste Kaufhaus der Stadt. Schatzausstellung, Ich muss zugeben, ich bin ziemlich beeindruckt. Wow, das ist echt irre. Ja, selbst der letzte Müll lässt sich teuer verkaufen. Kommt eben ganz drauf an, wie man ihn präsentiert. Oh, da hängt sogar die alte Schriftrolle aus dem Lagerraum des Feyanwesens. Oh ja, ich weiß noch, wie ich darauf rumgekritzelt habe, als ich noch klein war. Auf einem Familienerbstück? What the fuck? Sag mal, Nick, der Leiter der Ausstellung wartet im Kellerlager auf uns. Gut, dann sollten wir mal guten Tag sagen. Eher guten Abend, nach der Uhrzeit gehend. Kellerlager. 11. Oktober, Lord Lee Taylor, Kellerlager. Jupp, das ist ein ziemlich großes Kellerlager. Da könnte man richtig geil LANs veranstalten. Werde ich mir mal vormerken. Echt unheimlich. Fühlt sich an, als könnte jederzeit ein Monster auftauchen. Keine Angst, Pearly, ich beschütze dich. Oh, Herr Wright. Ein Monster! Du hattest recht! Hä? Ein Monster? Guten Abend. Es ist schön, Sie wiederzusehen. What the hell? Sie! Ich kenne Sie! Und du bist auch wieder dabei, kleines Fräulein? Ah, hallo! Kennst du sie etwa, Nick? Und woher kennst du sie, Pearly? Schön, Sie kennenzulernen. Ich heiße Adrian Andrews. Ich bin für die Werbung und Planung der Schatzausstellung verantwortlich. Dazu gehören auch Sicherheitsvorkehrungen. Wow, sie kann sogar lächeln. Habt ihr schon bemerkt, sie kann lächeln? Nur die kurzen Haare, die sind scheiße. Aber sonst, ganz gut. Oh, nett, Sie kennenzulernen. Adrian hat sich ziemlich verändert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Das ist das Lager. Hier werden die wertvollen Stücke der Ausstellung aufbewahrt. Okay, dann reden wir mal mit ihr. Adrian Andrews. Es ist echt lange her, nicht wahr, Herr Wright? Nick, was ist los? Wer ist diese Frau? Was hast du denn auf einmal? Du wirst doch nicht plötzlich eifersüchtig, oder? Wie? Ich dachte nur, es wäre spannender, wenn ich mich etwas aufrege. Mehr nicht. Ja, nee, ist klar. Mystische Maya! Er sollte nicht so einfach damit davonkommen. Bitte, Maya, sag nichts mehr, was Pearls noch mehr anstachelt. Herr Wright war für mich da, als ich Hilfe brauchte. Es war vor 7 Monaten. Das weißt du noch, oder? Der Fall mit dem Nickel-Samurai. Eigentlich nicht. Ich saß in einem dunklen Weinkeller fest. Schon vergessen, Nick? Danach habe ich den Job als Managerin verlassen und habe hier angefangen. Wow, das ist hart. Tut mir leid, Frau Andrews. Wären wir nicht gewesen... Nein, sagen Sie das nicht. Ich bin froh, dass die ganze Sache passiert ist.
Dank Ihnen und den anderen Beteiligten konnte ich mein ganzes Leben ändern. Dafür bin ich Ihnen wirklich dankbar. Puh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Wäre ja echt scheiße, wenn ich verantwortlich für ein zerstörtes Leben wäre. Lord Lee Taylor. Ich bin beeindruckt, Frau Andrews. So eine große Ausstellung wie diese zu überblicken, muss ziemlich anstrengend sein. Nun, Lord Lee Taylor feiert dieses Jahr den 200. Geburtstag. Nach den hier ausgestellten Werken lecken sich die größten Museen die Finger. Uhu, hast du das gehört, Pearly? Die größten Museen! Ja, hab ich! Das ist wirklich toll! Dieses Kellerlager ist ziemlich gut geschützt, hm? Selbstverständlich. Schließlich werden hier einige unbezahlbare Schätze gelagert. Die Sicherheitskräfte sind allesamt hervorragend ausgebildet. Klingt gut. Warum macht sie denn nur so ein Gesicht? Ich glaube, ich präsentiere ihr mal das Poster. Ich wollte gern was Gutes für Sie und Ihre Freunde tun, Herr Wright. Und darum haben Sie diese Ausstellung ins Leben gerufen? Ich wusste, dass Corain die Heimat ihrer Assistentin Maya ist. Ich dachte, es wäre schön, wenn der Rest der Welt es auch kennenlernt. Aber das hat ja mit mir relativ wenig zu tun, oder? Mag sein, aber wen würde denn eine Ausstellung Schätze von Phoenix Wright interessieren? Ja, vielleicht nicht von Phoenix Wright, aber Schätze von Benny Bunny Five? Zum Beispiel das Mikrofon, in dem ich gerade spreche, mein PC, meine Tastatur, mein Monitor und alles, was zu Let's Plays gehört. Das wäre doch auch mal eine tolle Ausstellung. Tja, was soll ich dazu sagen? Epic. Und das war's schon? Dann, nee, wir wollen uns nicht wegbewegen. Ich möchte untersuchen. Da steht so eine richtig große Statue. Mystische Maya! Sieh mal, da neben der Tür! Das ist doch die mystische Amy, oder? Ja, das ist eine Statue von Amy Fay, der Begründerin der Kuriner Beschwörungstechnik. Diese Statue ist eine Leihgabe aus einem der Trainingsräume der Familie Fay. Sie ist erst heute Morgen eingetroffen und das Wissen habe ich aus Wikipedia. Glückwunsch. Amy Fays Goldstatue, sogar ich sagte hinzugefügt. Amy Fays Goldstatue, Statue der Begründerin der Kuriner Beschwörungstechnik. Sie hält das Shishito. Das hört sich irgendwie nach einem japanischen Gericht an. Shishito. Konnichiwa, ich möchte einmal Shishito haben. Oh Gott, den Lachflash werde ich noch länger haben. Was hält sie denn da für ein unheimliches Ding in der Hand? Frag mich nicht, ich habe keinen Schimmer. Nun, du bist doch die zukünftige Meisterin, oder? Das schon, aber diese Statue sehe ich jetzt zum ersten Mal und ich habe kein Internet für Wikipedia. Dieses Ding ist das Kuriner Shishishito, ein rituelles Schwert. Ich werde das nur noch so aussprechen. Shishishito. Es ist keine richtige Waffe, weswegen die Klinge auch nicht scharf ist. Ach, pah, ich wollte etwas schneiden. Was starrst du mich so an? Oh, sehen Sie, es ist schon 20 Uhr. Haben Sie schon was gegessen? Ich habe im Restaurant im 11. Stock einen Tisch reserviert. Lassen Sie uns doch zusammen dinieren. Oh, das klingt wunderbar. Dinieren, echt abgefahren. Ich nehme einen Kindermittagsteller. Wieso Mittagsteller? Es ist 20 Uhr. Außerdem will ich zu Mc's, verdammt. Die haben da Amerika-Woche. Da gibt's so richtig geile Burger. Hahaha, Pearly, wir gehen zum Abendessen, nicht zum Mittagessen. Warum versuchst du dein Glück nicht mit einem Kinderabendteller? Okay, dann eben einen Kinderabendteller für mich. Haha, wollen wir dann hochgehen? Pearly süß. Nach einem schönen Abend warteten wir alle auf die Eröffnung der Ausstellung. Es war wundervoll, Frau Andrews so glücklich zu sehen. Aber keiner von uns hatte geahnt, dass am nächsten Tag etwas derart Schreckliches passieren würde. 12. Oktober, 10.09 Uhr, Anwaltskanzlei, Wright und Partner. Nick, das ist ja schrecklich! Was zum... Du putzt schon wieder die Toilette! Ich wusste gar nicht, dass du so einen Toilettenfimmel hast.
Lass mich in Ruhe, okay? Mein Hirn hat gerade zum 5. Mal auf Schlummern geschaltet. Und außerdem, die Scheiße wische ich nicht von alleine weg. Ich schalte mal den Fernseher ein. Gerade sind die neuesten Meldungen zu dem aktuellen Schatzraub eingegangen. Basierend auf Hinweisen vom Tatort äußerten die Behörden die Vermutung. Dies sei das Werk des berüchtigten Diebesphantoms Mask de Mask. Maske, die Maske? Laut eines Sprechers bekam Lordly Taylor vor einigen Tagen einen Drohbrief. Das ist der 5. Raub des Diebesphantoms, der es nur auf seltenen Schätzen abgesehen hat. Lordly Taylor? Nun, Nick, was wirst du unternehmen? Wag es bloß nicht, schon wieder die Toilette zu schrubben. Schatz, Lordly Taylor, du meinst doch nicht etwa... Ja, steh auf, Nick. Er wurde gestohlen von Mask de Mask. Unser wertvollster Schatz. Die heilige Urne von Kurain wurde gestohlen. Was? Oh my fucking God. Heilige Urne. Frisch bitte mein Gedächtnis etwas auf. Was ist das für eine heilige Urne? Und für die Leute bitte, die jetzt erst Fan von Benny Bunny Five wurden. Das ist nur der wichtigste Schatz von Kurain, nichts weiter. Sieh mal, sie ist hier auf diesem Poster zu sehen. Ja, habe ich ja schon mal erwähnt, ne? Weißt du denn nicht mehr, was da drin ist? Die Urne enthält eine sehr wichtige Seele. Die Seele der mystischen Amy Fay, der Begründerin der Kurainer Beschwörungstechnik. Stimmt's, Pearly? Oh, ja, das stimmt. Wir wissen ja, dass Pearly die Vase mal kaputt gemacht hat. Moment mal. Ich dachte, auf der Urne steht der Name Amy. Jetzt steht da I am. Hast du eine Ahnung, wie das passiert ist, Pearly? Es gibt Dinge, die sollte man sich beruhen lassen. Nicht wahr, Herr Nick? Das stimmt. Vor einem Jahr gab es einen Mord in Mayas Heimatort Kurain. Die heilige Urne, sie war damals ein wichtiger Hinweis in jenem Fall. Heilige Urne zu Gerichtsakt hinzugefügt. Die heilige Urne, einer der Schätze von Kurain, angeblich unbezahlbar, sieht jedoch wie ein alter Topf aus. Was zu tun ist? Okay, die Toilette glänzt jetzt mehr als der Kopf des Richters. Und jetzt? Was ist denn nur mit dir los, Nick? Was meinst du? Was meinst du mit, was mein... Herr Nick! Der Schatz ihrer geliebten mystischen Maya ist geraubt worden. Macht Ihnen das denn gar nichts aus? Aber ich dachte, die Urne wäre der Schatz von Kurain, darum verstehe ich nicht. Kurain ist die mystische Maya. Sie wird bald Meisterin der Kurainer Beschwörungsschule. Sie wissen genau, worum es geht, Herr Nick. Sagen Sie nicht, Sie wissen es nicht. Okay, ich weiß schon. Und was soll ich jetzt dagegen unternehmen? Ist das nicht offensichtlich? Finden Sie den Bösewicht, der das getan hat. Ja, und bring die heilige Urne zurück. Aber ich bin doch kein Detektiv. Ich bin Anwalt. Das hat doch damit nichts zu tun. Wenn Sie ein echter Gentleman sind, tun Sie es für Ihre geliebte mystische Maya. Mann, oh Mann. Gegen Pearls märchenhaftes Bild von Liebe komme ich nicht an. Wie heißt dieser Bösewicht gleich wieder? Mask the Mask, Nick. Merkst du endlich? Mask the Mask. What the hell? Vorfall vor einem Jahr. Ach, es war schrecklich. Ich wurde festgenommen mit allem, was dazugehört. Vor einem Jahr. Der Mord in Kurain. Ein Mann wurde während einer von Mayas Geisterbeschwörungen ermordet. Und diese Urne entpuppte sich als entscheidender Beweis ihrer Unschuld. Herr Nick? Würde es Ihnen was ausmachen, der mystischen Maya nichts davon zu erzählen? Sie haben es versprochen. Sie wollte niemandem sagen, dass ich die Urne zerstört habe. Ach ja, stimmt. Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Auf dieser Urne stand eigentlich Amy. Bis Pearl sie versehentlich in 1000 Stücke zerspringen ließ. Sie hat versucht, sie heimlich zu reparieren. Tja, es blieb beim Versuch. Tut mir leid. Kunst und Werken sind nicht meine Stärken. Rechtschreibung auch nicht. Wie auch immer, das ist das Ergebnis ihrer Kleberei. Sie hat die Scherben falsch zusammengesetzt. Jetzt steht da Amy, statt Amy eben I am drauf.
Ich kann's nicht fassen, dass das erst jetzt nach einem ganzen Jahr bemerkt wurde. Ich kann's selber kaum glauben. Okay, im nächsten Part werden wir zu Lordly Taylor gehen und die Lage checken. Bis dann.